Möchtest du Geld, Trophys, Teile, Kristalle und alles andere und das unlimitiert farmen, dann bist du richtig. Und zwar müsst ihr nichts anderes machen, als ein Safehouse in der Nähe eines schwarzen Loches haben. Ein schwarzer Loch ist ein Nest der Zombies, da ist ja der beste Loot verborgen. Und wenn ihr natürlich ein Safehouse ganz in der Nähe, wie zum Beispiel hier, neben einem schwarzen Loch habt, im schwarzen Loch findet ihr Kristalle, die ihr sammeln könnt. Ihr findet viele Zombies, die einen guten Loot haben, natürlich. Und wichtig ist, dass ihr natürlich jetzt zum Beispiel hier, wo ihr auf der Map gesehen habt, da geht man von Safehouse runter und geht hier geradeaus an den Zombies vorbei und da ist das schwarze Loch sozusagen. Ihr seht, es ist tagsüber. Wichtig ist, dass ihr das tagsüber macht, weil die Zombies, die sind tagsüber in ihren Nestern. Deswegen sind auch so viele Zombies hier. Wir machen nichts anderes, als alle aufzuwecken, auf dich aufmerksam machen und wieder rauszugehen. Da die Zombies erst nachts aus ihrem Nest dürfen, hier, kommen die hier nicht raus. Vielleicht glitscht mal einer kurz raus oder so, aber theoretisch seid ihr hier draußen safe und könnt die Zombies einfach an der Türe schlagen. Das sind circa über 20 Zombies und danach könnt ihr sie einfach looten. Die geben euch super geilen Loot, plus danach könnt ihr natürlich noch das schwarze Loch hier bzw. das Nest könnt ihr dann looten und das gibt euch unendlich viel Farmobjekte, Geld, Teile, alles. Ihr geht dann natürlich dann sofort zurück ins Safehouse, speichert dort kurz das Spiel und quittet das Spiel, ladet das Spiel wieder neu und macht das Ganze aufs Neue. In kurzer Zeit habt ihr sehr viel Loot gesammelt. Klar, im Endgame habt ihr sehr wahrscheinlich schon genug Loot, aber am Anfang des Spiels, wo man noch Loot braucht, wo man noch Geld braucht, denke ich, ist das eine einfache Option, um einfach Teile sowie auch, wie gesagt, Geld und alles andere zu farmen, um gewisse Objekte, gewisse Modifikationen, gewisse Sachen sich leisten zu können. Ich werde noch vielleicht morgen werde ich noch ein Duplikationsvideo machen. Ich mache das gerne, ich finde immer heraus, wie kann man nicht das Spiel überlisten, aber wie kann man irgendwie etwas machen, um vielleicht schneller ans Ziel zu kommen. Ich werde natürlich auch Tutorials über sonstige Story-Videos machen, aber ich denke, das ist schon mal ein gutes Ding, wo ihr mal cool farmen könnt. Das ist extrem wichtig, finde ich. Es ist ja ein Spiel, wo man looten soll. Ihr müsst keine Angst haben, wenn die Zombies verschwinden, bleibt ein Loot-Paket einfach da und das ist sogar schneller zum Looten, weil man einfach einsammeln kann. Man muss nicht noch suchen. Also keine Angst, ihr könnt natürlich einfach hier, nachdem die Zombies alle tot sind, noch weiter looten und natürlich noch die Kristalle zerstören. Schön weiter dabei. Peace out, meine Lieben.